Unternehmen wie Facebook leben davon, dass sie Daten erheben und auch weitergeben. Das ist ihr Geschäftsmodell und nur deswegen können sie auch diese Dienste kostenlos zur Verfügung stellen. Jedem Nutzer und jeder Nutzerin muss deshalb klar sein, dass er oder sie quasi mit den Daten bezahlt. Das heißt aber nicht, dass das uferlos und schrankenlos passieren darf. Zum einen kann man mit Verboten reagieren, dass man bestimmte Vorgänge, wie möglicherweise so ein, wie er jetzt in den USA vorgekommen ist, schlichtweg untersagt. Wichtig ist aber eben auch, dass die Nutzerinnen und Nutzer einfach und benutzerfreundlich einwilligen können oder eben auch verweigern können, Daten erhoben zu bekommen oder weitergegeben zu bekommen. Das gibt es jetzt schon zum Teil bei einigen Apps, dass man dann gefragt wird, darf dieser Dienst zum Beispiel auf die Geodaten zugreifen, also auf den Ort, wo man sich gerade befindet, darf dieser Dienst auf Kontakte zugreifen, also auf andere befreundete Nutzerinnen und Nutzer. Sowas gibt es jetzt bereits schon in einigen Bereichen, aber sowas muss weiter ausgebaut werden.